Herr, wir danken dir für ein lebensveränderndes Wort, für unsere Woche, die kommt, die da ist schon. Ja, Vater, wir danken dir für Jesus und für alles, was er für uns getan hat. Das sei wirklich unser Höchstes, unser Bestes, unser, was wir immer ehren und was wir vor Augen haben. Danke für deine unaussprechliche Amazing Grace. Im Namen Jesus. Amen. Wir haben vor einer Woche eine neue Serie begonnen. Heute beginnt die zweite Botschaft, Praise the Lord. Und ein lustiger Titel habe ich da für euch. Segen für Frustrierte. Könnt ihr euch identifizieren mit dem vielleicht ab und zu? Oh ja, genau. Wir wollen von einem Mann in der Bibel lernen und schauen, was da abgegangen ist und was das für uns auch bedeutet, wie der Herr uns eben segnen will, auch wenn wir manchmal wirklich total frustriert sind. Letztes Mal, wenn wir einen kurzen Rückblick machen, die allererste Bibelstelle ist natürlich einfach, die wird auch bleiben, Johannes 1, 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da ist so viel drin in dieser Schriftstelle und irgendwie muss Gott einfach die Augen aufgemacht haben, dass wir sehen, wie schrecklich oder wie hart eigentlich das Gesetz ist. Schrecklich, wenn wir noch drunter sind. Das Gesetz selber natürlich ist heilig und gut. Wir haben gesagt, es ist so ein hoher Standard. Er ist makellos, das Gesetz ist makellos. Es ist ein ganz hoher Standard. Wir haben auch von der Bergpredigt Muster gebracht. Mögt ihr euch erinnern? Wie hart eigentlich das klingt, von Hand abschneiden, von verloren sein, wenn man uns schon eine Frau im falschen Sinn ansieht und wie Gott das als Ehebruch sieht. Und auch wenn wir Dinge sagen mit unserem Mund gegen irgendjemand, auch wenn es harmlos tönt, du Narr oder was auch immer. Und eigentlich vor dem Gesetz, vor dem heiligen Gott ist das schon wirklich mit Höllenfeuer verbunden. Ist wirklich. Und das sind keine Redewendungen. Das ist wirklich der heilige Gott. Es ist das, was es wirklich bedeutet. Und Jesus ist gekommen. Und damals lebte er dort. Und bevor er ans Kreuz ging, hat er das Gesetz wieder wirklich auf den Standard hinaufgehoben, wo es hingehört und nicht dort, wo es die Pharisäer über all die Jahre menschengerecht gemacht haben, sodass man es irgendwie halten kann. Versteht ihr? All diese Überlieferungen von Vätern, wie das gesagt wird, das ist nicht das Gesetz, das ist die Zusatzgesetze, eigentlich Abänderungen, wie sie das Gesetz halten können. Oder? Muss nicht unbedingt, ja, Mutter und Vater ehren, oder? Wenn du Geld spendest, dann brauchst du nicht mehr zu sorgen für deine Eltern. Und so. Es steht ja alles in der Bibel. Aber Jesus kam, Gesetz wurde einfach gegeben durch Mose. Das ist so distanziert, das ist so etwas Unpersönliches eigentlich. Aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist Gnade. Grace has a face, wie wir sagen. Gnade hat ein Gesicht. Wir haben auch die Tabelle gezeigt, mit dem, wo wir Gesetz und Gnade verglichen haben. Aber die schalte ich jetzt nicht auf. Die ist am Schluss dann noch da drauf, falls wir sie brauchen. Aber dort haben wir echt den Unterschied gesehen zwischen Gesetz und Gnade. Also man sieht einfach, dass sich etwas radikal verändert hat.
Und wenn das nicht ist, dann bete ich, dass Gott dir die Augen aufmacht, weil wir müssen mit einer High Definition, Klarheit sehen, dass sich etwas radikal verändert hat, seit dem Kreuz aber erst. Erst seit dem Kreuz. Weil Jesus hat viele Aussprüche gemacht in Bezug aufs Gesetz zu einer anderen Personengruppe, aber nicht zu uns Gläubigen. Man muss sehr fein unterscheiden, zu wem Jesus spricht. Das ist sowieso eines von der Bibel aus, wie legt man die Bibel aus, eines der obersten Gebote. Eins ist natürlich der Kontext. Der Kontext ist immer, zu wem spricht er, in welchem Zusammenhang spricht die Bibel das an. Man kann nicht einen Vers einfach herausreißen und den anwenden. Vielleicht spricht dort Gott überhaupt gar nicht über uns. Aber es ist in der Bibel für uns, damit wir durch die Weisheit und auch die Inspiration des Heiligen Geistes, die er eben schenkt, den Lehrern und Pastoren und die Bibel eben aufschneiden, damit sie stückgerecht weitergegeben werden kann. Das braucht man eben. Gott hat diese Gaben in die Gemeinde hineingesetzt. Vieles versteht man einfach so, aber vieles versteht man erst, wenn man es gepredigt bekommt, gelehrt bekommt. Vor allem diese Unterschiede zwischen Alt und Neuen Testament, my goodness. Versteht ihr, wenn du einfach einen Mix machst, oder? Und dann irgendwas predigst, ohne diese Unterscheidung von Altem und Neuen Testament, dann kommt es nicht gut. Dann kommen Menschen total unter Druck und da geschieht einfach nichts und das ist niemals der Wille Gottes. Also es hat sich radikal verändert seit dem Kreuz, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank, wir sehen ja, das war ja die Bergpredigt, die zieht sich hin über einige Kapitel im Matthäus-Evangelium und in den anderen Evangelien. Über einige Kapitel hin, die Bergpredigt, wunderbar, aber es ist der höchste Standard vom Gesetz, der heilige Gott. Aber Gott sei Dank, was ist dann geschehen? Mögt ihr euch erinnern an die letzte Botschaft? Jesus kam vom Berg herunter. Jesus kam vom Himmel herab zu uns Menschen. Das ist so ein schönes Symbol dort. Man sieht, wie er diesen Aussätzigen trifft unten. Und dieser Aussätzige, der repräsentiert die ganze Menschheit. Weil wir sind alle von diesem Aussatz befallen. Die noch nicht errettet sind. Und nur Jesus kann reinigen. Und der Unreine, der hat jeden angesteckt, jeden von den Reinen steckte der an. Aber er, Jesus, der Reine, kommt, berührt ihn und macht diesen Unreinen rein. Jesus berührt uns und macht uns rein. Halleluja. Also der Punkt vom letzten Mal war, weil Jesus vom Berg runter kam. Jesus kam zu uns und Jesus ist immer noch bei uns. Und es geht weiter mit Gnade. Es ist nicht nur die Rettung, es geht weiter. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Durch die Gnade bekommen wir einfach Sieg. Und wir müssen uns vorstellen, Gnade ist oft nicht das, was Menschen davon denken, vor allem gewisse Christen nicht. Aber auch Menschen, dass sie denken, ja Gnade, dann kann ich ja machen, was ich will, weil Gott ist ja gnädig. Und das ist überhaupt nicht so. Weil wenn wir das als Freipass für Sünde ansehen, dann kommen wir in ganz große Schwierigkeiten. In ganz große Schwierigkeiten. Aber wenn wir die Gnade von Jesus, er, Gnade, Grace as a face, wenn wir Jesus predigen, wenn wir das predigen, was am Kreuz geschehen ist, Grace, das ist Gnade. Wenn wir das predigen, werden Menschen wirklich verändert, dass sie rauskommen aus der Sünde, dass es ihnen natürlich nachher wirklich besser geht. Und dazu der Beweis im
Im Römer 6, Vers 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Diesen Vers muss man sich einprägen. Es ist also eine Lüge von der Hölle, wenn wir Gnade predigen, dass wir nachher mehr sündigen. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Umso mehr Gesetz gepredigt wird, umso mehr die Schraube noch angezogen ist, wenn man oder angezogen wird, wenn man merkt, die Leute, sie parieren nicht, sie leben nur noch schlimmer, dann predigt man noch härter von der Kanzel runter. Genau das Gegenteil wird bewirkt. Der Beweis ist da. Wenn wir unter der Gnade sind, wenn wir diese Liebe von Gott verstehen, diese Barmherzigkeit, die er uns erwiesen hat und ständig immer noch da ist mit dieser Barmherzigkeit. Wir sind immer noch in diesem Zeitalter der Gnade. Das geht bis zur Entrückung, geht dieses Zeitalter. Nachher kommt ein anderes. Jetzt ist es noch. Es geht etwa 2000 Jahre. Sind eigentlich vorbei. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Gnadenfrist. Das heißt, Gott ist langmütig, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er wartet und wartet zu und wartet zu. Aber wenn es nur um uns ginge, um die, die errettet sind, hätten wir schon lange gehen können. Wir sind hier wegen den anderen. Gnadenzeit noch. Gnadenzeit. Dass wir die Gnade weitergeben an die Menschen, diese selbe Liebe und diese selbe Barmherzigkeit weitergeben. Halleluja. Halleluja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir unter der Gnade sind, wenn wir die Gnade richtig verstehen, hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Drum bleibt dabei, auch ein siegloses Leben, ein Leben von Niederlage, ein Leben von Frustration, ein Leben von nie wirklich Durchbruch, muss ein Ende haben unter der Gnade. Muss ein Ende haben unter der Gnade. Halleluja. Halleluja. Weißt du, der Teufel will uns hinters Licht führen. Das ist seine Taktik. Da hat er einfach die Christenheit zum Teil total verblendet. Oder sie hat sich abgesondert. Sie probiert noch heiliger zu sein. Sie weiß gar nicht, dass sie heilig sind in Jesus. Halleluja. Nein, das ist nicht. Und auch die Willenskraft und eigene Anstrengung wird es niemals vermögen, was Amazing Grace vermag. Und dazu möchte ich jetzt auch ein Zeugnis vorlesen. Ich habe das in einem Buch gefunden von einer Anna. Spielt doch keine Rolle, weil es hat ja viele, viele Zeugnisse in diesen Büchern. Ich hoffe, dass wir bald selber in der Gemeinde viele, viele Zeugnisse, wir alle haben sie schon, im Kleinen, ich weiß das. Aber so, ja, ich freue mich, wenn Menschen wirklich von der Straße dann erscheinen und sie unter die Gnade kommen, unter die Botschaften und hören, wie sehr Gott sie liebt und annimmt, egal wie sie sind, und dass er sie verändert und nicht mich durch eigene Anstrengung oder Willenskraft. Da freue ich mich wirklich drauf. Also ich lese euch das Zeugnis von dieser Anna vor. Ich war 16 Jahre lang fast durchgängig von Zigaretten und Marihuana abhängig. Doch dank der Gnade meines Vaters bin ich nun frei. Obwohl ich in einem frommen Umfeld aufgewachsen war, eine charismatische Gemeinde besucht, täglich Zeit mit Gott verbracht und sogar im Kindergottesdienst unterrichtet hatte, war ich abhängig und wusste als Süchtige sehr gut, wie ich dies verheimlichen konnte. Ich war zwar immer dafür bekannt gewesen, Menschen zu lieben und freundlich zu sein, doch ich hatte das Gefühl, dass ich Gott mit mir selbst gegenüber nicht freundlich war.
dass ich Gott und mir selbst gegenüber nicht freundlich war, denn ich verletzte den Tempel Gottes und war eine Heuchlerin. Ich fühlte mich absolut wertlos und oft rasten mir Selbstmordgedanken durch den Kopf. Während der 16 Jahre in Gebundenheit versuchte ich so oft, meine Süchte aufzugeben. Dazu gehörte auch die Zeit, in der ich mit meinen beiden wunderbaren Söhnen schwanger war. In der ich habe viele Fehler gemacht beim Tippen, sehe ich gerade, habe nicht geschaut, aber so. In der ich mit meinen beiden wunderbaren Söhnen schwanger war. Ich hörte eine Zeit lang auf, aber sobald ich entbunden hatte, nahm ich eine Angewohnheit schnell wieder auf, weil das Verlangen danach mein Herz nie verlassen hatte. Obwohl meine Gebete für andere immer kraftvoll und wirksam waren, war ich sehr wütend auf Gott, weil er meine Gebete für meine eigene Freiheit anscheinend nicht erhörte oder die Antwort darauf zumindest offen ließ. Dann, vor ungefähr anderthalb Jahren, begann ich mir täglich das Fernsehprogramm von Joseph Prince anzuschauen. Manchmal sah ich mir eine bestimmte Sendung mehrmals an. Irgendwann war der Speicherplatz auf meinem Festplattenrekorder fast komplett mit Joseph Prince-Sendungen gefüllt. Ich fing auch an, Produkte zu bestellen, die der Heilige Geist mir zeigte, und war täglich mehrere Stunden im Wort der Gnade, sogar während ich Zigaretten und Marihuana konsumiert hatte. Mein Herz wurde zunehmend mit Hoffnung erfüllt. Es war nicht die Hoffnung, bald frei zu sein, sondern die Hoffnung, dass mein Vater niemals böse auf mich sein würde, egal in welchem Zustand ich mich befand. Seine Gnade genügte dem Apostel Paulus und seine Gnade genügt mir. So lange hatte ich versucht, mir die Segnungen Gottes zu verdienen, aber als ich dem Wasser des Wortes erlaubte, mich täglich zu reinigen, war ich in der Lage, Gottes Liebe, seine Gnade, seinen Shalom und alle seine Segnungen zu empfangen, unabhängig von meinem Verhalten. Jedes Mal, wenn ich Zigaretten oder Marihuana konsumierte, sagte ich: Danke, Vater, dass ich in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes bin. Ich gab den Versuch auf, meine Süchte hinter mir zu lassen, und traf die Entscheidung, dass seine Gnade mir genügte. Vor ein paar Monaten war ich eines Tages von beiden Süchten befreit. Ich hatte nicht versucht aufzuhören, es passierte einfach. Mein himmlischer Vater hat mir das Verlangen vollkommen weggenommen. Selbst wenn ich in der Öffentlichkeit bin und andere Menschen rauchen sehe, habe ich kein Verlangen mehr, selbst zu rauchen. Auch jetzt gerade, wenn ich über diese fantastische Freiheit nachdenke, muss ich weinen und herausschreien: Mein Vater ist so treu. Halleluja. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Ich möchte heute euch anhand von einem Beispiel in der Bibel zeigen, wie die Veränderung eben durch Gott geschieht, im Inneren zuerst. Durch seine Güte, durch seine Liebe, durch seine Segnungen. Halleluja. Und dazu gibt es eine wunderbare Geschichte. Ich habe da nur die letzten beiden Verse dann, aber ich möchte sie aus der Bibel vorlesen, von Lukas 5, 1 bis 10. Das ist der übernatürliche Fischfang. Dort auf dem See Genezareth, wo sie die ganze Nacht lang nichts gefischt hatten und total frustriert waren. Okay, aber kein Fisch, kein Fisch. Es beginnt im Vers 1. Ich lese vor und dann können wir dann ab Vers 6 lesen von der Leinwand. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, also zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus.
Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon. Simon ist ja Petrus, okay? Fahre hinaus in die Tiefe oder auf die Tiefe oder auf die Höhe. Es gibt verschiedene Arten von Übersetzung. Auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Jesus hat gesagt, die Netze. Er hat gesagt, okay, ich nehme das Netz, ein Netz. Gut, jetzt Vers 6. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Vers 8. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir diese Geschichte uns überlegen, Petrus hatte echt eine völlig verkehrte, frustrierte Haltung, wie es uns auch schon passiert. Dass wir echt frustriert waren und früher hätten wir gedacht, unmöglich, dass Gott wirken kann. Unmöglich, dass er sich jetzt gerade um mich kümmert. Mit dieser falschen Haltung, mit dieser... Ja, man ruft aus und es ist natürlich nicht okay, aber wir sind total frustriert. Er war total frustriert. Aber was hat der Herr ihm gemacht? Was hat er gemacht? Er hat ihn gesegnet. Ihn und seinen ganzen Betrieb. Weil er hatte die anderen Jünger unter sich. Er war der Boss dort. Es war so eine überwältigende Segnung. So eine große Ladung von Fischen, das ein Boot hatte nicht genügt. Sie mussten, als sie das Netz aus dem Wasser zogen, mussten sie die anderen holen und zwei Boote nebeneinander und beide begannen fast zu sinken über diesem riesen Fischfang. Ist das etwas, was uns interessiert? Halleluja! Du musst nämlich wissen, da hat Gott seine Liebe offenbart. Das ist nicht mehr Altes Testament, obwohl es noch im Alten Bund ist, aber da zeigt uns Jesus, was er eigentlich mit uns, was seine Gnade tun will, nämlich uns segnen, bevor wir umkehren. Weil erst nachher fiel wirklich Petrus auf die Knie und erst nachher war das ein veränderter Mann. Das war vorher nicht so. Und das ist so etwas Wichtiges, was wir erkennen. Gott will uns Gutes tun. Auch bevor wir alles recht machen. Oder er macht es niemals aufgrund von, weil wir alles recht machen. Er will uns einfach Gutes tun. Er will uns segnen. Wenn wir das nicht begreifen, haben wir ein gesetzliches Denken noch. Aber du wirst heute gewaschen im Wasserbad des Wortes. Und diese alten Muster müssen jetzt einfach gehen, jedes Mal mehr, damit der Segen Gottes fließen kann. Gott freut sich über dich, so oder so. Er war nicht frustriert mit Petrus. Er hat sich gefreut. Wie Petrus. Ich bin sicher, er hat dort am See immer ein Lächeln gehabt. Dort waren die Kinder, es war morgen früh, die waren schon auf, die hatten gut geschlafen, die waren dort mit den Eltern alle. Es war dort so viel Volk plötzlich, als Jesus kam und Petrus verwunderte sich zuerst, als sie dort standen, die Netze wuschen. Was das wohl ist, und da plötzlich sieht er ihn eben kommen und alle die Leute mit ihm und sie wollten ihn hören. Und das ist auch so ein wunderbarer Punkt, dass Jesus hat das Boot von Petrus ausgeliehen.
Petrus hat ihm das Boot zur Verfügung gestellt. Es ist wie, Petrus hat etwas in das Leben von Jesus hineingesät. Und Gott konnte ihn auch wieder zurücksehen. Oder? Jesus brauchte das Boot, weil er, sonst hätte die Menschenmenge ihn ins Meer hinausgedrängt oder in den See hinausgedrängt. So konnte er frei sprechen und er sprach zur Volksmenge. Und nachher wollte er einfach Petrus und seinen ganzen Fischereibetrieb segnen. Mit einem wunderbaren Fischzug. Mit einem bootsinkenden Fischzug. Mit einem überfließenden Fischzug. Sodass alle erstaunten. Und dass diese Segnung hat ausgelöst, hat eine Umkehr ausgelöst. Seht ihr das? Das ist Gottes Prinzip, er will das in unserem Leben tun, dass wir eben, es heißt ja, seine Güte leitet uns zur Umkehr. Das steht im Römerbrief. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, du hast vielleicht die ganze Nacht geschuftet. Sinnbildlich gesprochen, ein Abschnitt in deinem Leben nur geschuftet und bist eigentlich enttäuscht vom Resultat. Oder du bist schon lange in einer schwierigen Beziehung mit irgendjemand und du hast alles Menschenerdenkliche gemacht, deine ganze Weisheit ist erschöpft, all dein Können und deine Kompetenz, es hat alles nichts gebracht. Vielleicht sind wir irgendwo im Leben angelangt und sind irgendwo frustriert. Du bist ein guter Kandidat für Segen. Halleluja. Weißt du, es passiert uns allen, aber das, was du jetzt hörst, ist so wichtig. Komm zu Jesus, wie du bist. Komm einfach, probier nicht, selber dein Leben in Ordnung zu bringen. Ich weiß, es ist jetzt sehr einfach, was ich sage, aber es passiert doch uns Christen, uns alten Hasen, immer wieder, dass wir vielleicht frustriert sind über uns selber und denken, ja, wie konnte mir das nur passieren? Das hätte ich doch wissen sollen. Wir sind eine Art, ein bisschen pharisäerisch, weil selbstgerecht. Okay? Wir haben versagt und sind enttäuscht über uns selber. Kann ja sein. Egal, was manchmal los ist in unserem Leben, aber der Punkt ist, komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Weil er weiß, wie er uns helfen kann. Er weiß, wie er unseren Betrieb segnet. Unser Leben segnet. Komm mit allen Fehlern, mit jeder Enttäuschung, egal, komm einfach. Seine Liebe wird dich ganz heil machen und deine Situation verändern. Wisst ihr, das tönt einfach so einfach, aber es ist so viel Tiefe da drin. Wir haben nämlich vielleicht jahrelang etwas anderes gehört, wo wir uns gesagt wurde, du musst dein Leben zuerst in Ordnung bringen. Du musst zuerst dies und jenes tun. Gott kann dich so nicht segnen, haben wir doch alle gehört. Ha? Und weißt du, wenn du das immer hörst, es gibt ein Muster, es gibt ein Denkmuster und das wird nur durch die ständige Grace-Message weggewaschen. Die ständige Grace-Message weggewaschen. Komm einfach, wie du bist, weil Jesus ist das reinigende Bad. Also niemand duscht sich, bevor er baden geht, okay? Probier nicht selber, dich zu reinigen, bevor du ins Bad von Jesus stehst. Das ist das beste Wellnessbad, das dich verändern kann, das dich erfrischen kann, das dich neu machen kann. Halleluja, Halleluja. Du musst einfach Buße tun. Das ist jetzt wieder ein Wort, oder? Wie manchmal haben wir das schon anderen Menschen gesagt früher, du musst Buße tun. Wir haben aber etwas anderes gemeint.
ich will jetzt euch etwas Wunderbares zeigen, was eigentlich Gott damit gemeint hat mit Buße. Buße heißt ganz etwas anderes. Wir schauen uns mal das griechische Wort an für Buße. Griechisch, heißt es Metanoia. Okay? Metanoia heißt einfach eine Sinnesänderung. Eine Umwandlung im Denken, anders denken. Nämlich eben genau so. Gott will mich ja segnen, Gott liebt mich, Gott ist nicht auf Distanz mit mir. Gott liebt, er steht da und er kann umgehen mit meinen Schwächen. Und er will, dass ich zu ihm gehe. Und er will mir helfen. Und er freut sich, dass er mir helfen kann. Und wir können ihn nicht negativ überraschen, weil er sowieso alles schon weiß. Oder? Das ist so schön. Also erst wenn wir richtig denken, so wie Gott denkt, mit all seiner Liebe und Güte für uns, mit einem vergebenden Herzen, weil er schon vergeben hat, erst dann können wir heil werden. Ich gehe mal so weit zum Sagen, erst dann können wir wirklich andere Menschen auch lieben. Mit ihnen barmherzig umgehen, weil wir wissen, wie barmherzig er mit uns. Wie schnell sind wir doch im ach, hat keinen Sinn bei dem, oder? Solche Gesten, schon die Gesten oder die Gesten und die Mimik dazu und all das, oder? Spricht eine Sprache. Wir können sehr abweisende Haltung haben, auch mit unseren Bewegungen, mit unserem Blick. Aber das will ja Gott alles, er will uns heil machen. Zuerst, dass wir selber heil werden, damit wir wirklich ihn repräsentieren in dieser gefallenen, traurigen, armen Welt, wo die Leute noch nie von Jesus wirklich gehört haben. Oder nur von dem strengen Gott, nur von dem strafenden Gott. Alle Strafe, alle lag auf Jesus. Gott wird uns niemals mehr strafen. Verwechsle nie die absolut schlimmen Konsequenzen der Sünde, weil wenn wir einen sündigen Lebensstil haben, der Teufel hat, die Sünde hat so viel Negatives im Schlepptau. Oder? Verwechsle das nie, nie, nie. Diese Konsequenzen von der Sünde mit Strafe von Gott, weil Gott straft uns nicht. Das sind die negativen Folgen, das ist ein absolut zerstörerischer Schlepptau. Darum will Gott nicht, dass wir sündigen. Versteht ihr? Er will nicht. Sündigen ist ganz schwierig, ist ganz schlimm. Aber Gott liebt uns, so oder so. Aber es hat ganz schlimme Konsequenzen. Er will uns ja davon abhalten. Und ich möchte dazu sagen, man hört ja viel Grace, Grace, ja, ja, oh, schön, Grace, okay, ja, komm auch. Oder die Verbindung da oben ist für viele Menschen, ja, okay, Gott nimmt es ja nicht so ernst mit unseren Sünden. Gott nimmt es sehr ernst. Und er hat alle Sünden auf seinen Sohn gelegt. Es ist so eine heilige Sache. Nicht die Sünde, aber er, was er getan hat. Wenn du etwas hörst oder ein Buch liest, es gibt vielleicht viele Bücher über Gnade, ich lese keine Bücher in dem Sinn, also ein paar, ja, aber die Bibel und eben, aber es gibt vielleicht andere Autoren, die das anders sehen und anders auslegen und darum möchte ich auch eine Art warnen. Wenn ihr Bücher lest oder Botschaften hört, die nicht klar ist über die Sünde, dann wirf es weg. Das ist der Punkt. Was einfach heißt, ja, Gott nimmt es ja nicht so ernst, er ist ja gnädig. Dann ist es nicht die ursprüngliche heilsame Grace Message, das Evangelium der Gnade Gottes, die in der Bibel gelehrt wird. Das Evangelium, das Paulus lehrt, er sagt, mein Evangelium. Mein Evangelium, sagt er. Versteht ihr? Das ist etwas Heiliges, etwas ganz Wichtiges.
Also Gott nimmt es sehr ernst. Und darum glaubt nicht jeder Grace-Bewegung, irgendeine Gnade, das ist einfach ein Schlagwort. Aber man darf natürlich eben das Baby nicht mit dem Bad ausschütten. Aber dieser Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wegen der Sünde. Das muss man klar sein. Sünde ist völlig falsch. Und Gnade ist niemals da, damit wir einfach das nicht ernst nehmen. Für sie ist nämlich nicht die Grace Message da. Die Grace Message ist für die, die es richtig von der Sünde loskommen wollen. Die aber nicht können, weil sie alles versucht haben und einfach so sich angestrengt haben und eigentlich wirklich wollen recht leben, aber sie schaffen es nicht alleine. Für sie ist die Grace Message. Amen. Nicht die, nicht frei werden wollen. Dann lass sie einfach. Die sind noch nicht bereit. Anscheinend noch nicht bereit. Gib Mensch, die sind noch nicht bereit. Oder? Die verstehen alles falsch. Ich will euch jetzt das hebräische Wort zeigen. Das hebräische, die Striche unten müssen sie wegdenken. Ich habe die einfach nicht weggekriegt. Ich habe das kopiert vom Internet und es gibt natürlich viele modernere Zeichen, weniger moderne Zeichen. Das Wort Buße im Hebräischen heißt Tashuba. Und man liest ja von rechts nach links. Jetzt sehe ich gerade, dass ich die falsche Farbe gewählt habe. Also in der Mitte ist das Shin Waf Bet. Das sind fünf Buchstaben. Im Hebräischen ist es ja so, dass also das hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben von Aleph bis Taf. Aleph, Taf ist uns bekannt. Alpha und Omega habe ich schon gepredigt. Jeder Buchstabe hat ein Bild, ein Zahlenwert und eine Bedeutung. Jeder Buchstabe. Hier sehen wir den Buchstabe Taf. Man sieht es nicht, was in grün ist. Taf, Shin, Waf, Bet und He. Jetzt der erste Buchstaben, also rechts, Taf und He. In der Mitte haben wir die drei Shin, Waf, Bet und das bedeutet zurückkommen. Zurückkommen. Jetzt der vom Taf rechts und links He. Rechts haben wir Kreuz. Das Bild für diesen Buchstaben Taf bedeutet Kreuz, ist ein Bild. Okay? Auch ein Bildwert. Bedeutet Kreuz. Und He, der fünfte Buchstabe vom Alphabet, das wissen wir als Grace Church, auch Gnade, bedeutet Gnade. Also das ganze Wort bedeutet, wegen des Kreuzes kehre zurück zur Gnade. Wegen des Kreuzes oder wegen der Kreuz kehre zurück zur Gnade. Immer von rechts nach links, okay? Fünf Buchstaben. Kommt ihr draus? Ein bisschen hebräisch, okay? Aber wichtig ist das, was das Wort bedeutet. Tashuba heißt durch das Kreuz zurück zur Gnade. Ist das nicht wunderbar? Durch das Kreuz zurück zur Gnade. Halleluja, das ist einfach wunderbar. Das ist Gottes Herz, das bedeutet Buße. Das bedeutet Buße. Buße heißt Umkehr zur Gnade. Buße heißt wegen dem Kreuz umkehren zur Gnade. Und das deckt sich mit dem griechischen Wort umdenken. Metanoia. Meta heißt umkehren und Noia heißt den Sinn, nein, ändern. Und Noia kommt von Nus. Nus heißt Verstand. Die Verstandesänderung, Sinnesänderung. Also es ist nicht, was wir einfach so denken oder was die Welt denkt, was Buße bedeutet. Buße hat sonst mit deinem Werk zu tun, stimmt's?
du musst so und so viel Rosenkranz beten, du musst auf den Knien nach Rom rutschen oder fasten oder jetzt dies und jenes, du musst irgendwie verdienen und gut machen. Und das können wir einfach nicht. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Wenn wir Fehler machen, wenn wir mit sündigen Angewohnheiten kämpfen, tue Buße, indem du dich eben wegen dem Kreuz zur Gnade wendest. Der wichtige Punkt, den du heute lernen kannst, ist, geh immer zu Gott. Geh immer zu Gnade. Geh immer. Das ist wie ein Vogel, der ins Nest fliegt. X-mal am Tag geht er dorthin. Er geht einfach zurück. Dort, wo er geborgen ist. Geh einfach, egal was im Leben los ist. Das ist unser Flug dort ins Nest. Einfach zum Herrn, zurück zur Gnade. Die soll automatisch kommen, mehr und mehr. Und das wird dich reinigen, das wird dich ein neues Denken geben. Es tönt jetzt Kinder einfach, aber wir sind Menschen, wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt da in der Welt und haben dies und jenes und dann die Zeitung und dann ein Telefon und dann dort ein Problem und das kommt auf uns zu und der Arbeitsplatz und der Chef und all das und dann es ist dann einfach schwierig, aber wir können bestehen mit dem Herrn. Wir können dieses wie ein Automatismus, der kommt, dass wir einfach lernen, schnell zur Gnade zurückzugehen, zum Herrn zurückzugehen. Auch die Kinder in der Schule, die können das lernen. Jesus ist da. Ich lasse mich jetzt nicht verletzen. Ich lasse mich nicht. Ich gehe zu Jesus und ganz, ganz, ganz schnell. Also lauf nicht von Gott weg, lauf zu ihm hin. Er ist deine Lösung und er ist deine Antwort, Halleluja. Die strengen Botschaften über du machst alles falsch und ich zeige dir jetzt, wie es geht und du brauchst Seelsorge und du etwas stimmt sowieso nicht mit dir. Weißt du, was das bewirkt? Du gießt nur Öl aufs Feuer und die Sünde wird schlimmer und die Komplexe werden mehr und die Minderwertigkeit nimmt zu. Stimmt's? Haben wir doch alles erlebt. Wenn man Menschen dient, passt auf, wie ihr Menschen dient. Dient ihnen genau in dieser Barmherzigkeit. Zeigt ihnen diesen Weg der Gnade, dass sie zu Jesus gehen. Dass sie lernen, zu Jesus gehen. Er hilft, er nimmt sie an. Er hat schon vergeben. Er weiß, wie helfen. Es ist viel einfacher, als wir denken, das christliche Leben. Wir haben es kompliziert gemacht. Wir können das neu. Amen. Ich will euch zeigen, weshalb das Öl ins Feuer bedeutet, die übernächste Schriftstelle. Das ist auch eine Schriftstelle, die ist so Hammer, die ist so ein Hammer. Die nächste. 1. Korinther 15. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und jetzt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft. Da. Diese Schriftstelle, die kennt man nicht, weil man kein Verständnis hat von Gnade oder man zu wenig lang, man überliest das. Ich habe es jahrelang überlesen. Ist ein Hammer. Das beweist, dass umso mehr wir strenge Botschaften mit du bist nicht okay, du musst Buße tun, Gott hat keine Freude an dir, Gott kann dich nicht segnen. Und Ludwig hat genau da am letzten Sonntag so etwas Ähnliches gehört in Norddeutschland, hast du erzählt. Gell? Eine ganz gesetzliche Botschaft. Aber sonst toller Lobpreis, 300 Leute, die dort diese Botschaft hören. Ah,
Aber die Menschen sind wahrscheinlich nicht frei, versteht ihr? Die haben alle ihre ganz großen Probleme und Süchte und weiß ich was alles. Das kann gar nicht sein. Wir wollen frei sein durch Jesus. Wir wollen heil werden durch Jesus. Wir wollen attraktiv sein, damit Menschen wirklich zum Glauben kommen. Damit wir voll sind von Jesus und dass es uns so klar ist, dass wir es weitergeben. Diese Barmherzigkeit, einfach diese Liebe weitergeben. Nicht kritisieren die Menschen, sondern einfach sie annehmen, wie sie sind und Jesus wird sie verändern. Ihnen ein Gefühl von Ehre vermitteln, ihnen ein Gefühl von Respekt. Wisst ihr, das fehlt so oft. In Amerika ist das besser. Dort haben sie irgendwie mehr gelernt, Menschen zu ehren. Und ihnen ein Gefühl von Würde zu geben. Hier ist es schlimm zum Teil, wie Menschen miteinander umgehen. Wie man übereinander spricht oder so. Und wir haben empfunden, auf jeden Fall, gut, wir waren natürlich an einem sehr geschützten Ort dort in Tulsa, wo sehr viele Christen und so, aber in den Läden überall, es ist so viel mehr Höflichkeit und Ehre da. Also wenn wir Menschen ehren, ich meine es nicht falsch jetzt, verehren oder so, mit Ehren, Gott nimmt das sehr persönlich. Gott nimmt das sehr persönlich. Und da können wir alle noch so viel lernen, dass wir zuvorkommend sind, dass wir höflich sind, dass wir dem Menschen eine Würde geben. Ja. Aber das kommt alles durch das richtige Verständnis von Gnade. Glaube wirklich ja, daran, dass er immer bei dir ist, dich immer noch liebt, egal wie du bist und egal, ob du es schon geschafft hast oder nicht, und immer noch in dir wirkt. So üben wir uns im immer zur Gnade zurückkommen. Denk an das. Bei dieser Botschaft. Segen für die Frustrierten. Immer zur Gnade. Immer, immer diesen Gang zurück. Im Herzen, im Sinn, zurück zur Gnade. Das ist Amazing Grace. Gott schenkt Befreiung und Neubeginn. Eine neue Art zu leben und zu lieben, so wie wir eben von vielen, vielen Zeugnissen einfach gehört haben und immer noch hören. Das ist das so ganz andere, was einfach beginnt zu wirken in unserem Leben. Und Gott segnet uns schon bevor, okay, wie bei Petrus sehen. Halleluja. Glorious Jesus. Petrus, wenn wir sein Leben betrachten, wie er sich dann verändert hat. Und ich erinnere mich einfach noch an seinen Brief, den Petrusbrief, dem zweiten Petrusbrief am Anfang im ersten Kapitel, gibt es so einen Abschnitt, wo dann von Tugend und von ganz, ganz wichtige Dinge stehen und die Frage war dort immer bei mir, ja, wie kann das sein? Das kann ja niemand schaffen, so wie das da steht. Dass wir zum Beispiel all unseren Fleiß da reinsetzen, in eurem Glauben die Tugend darzubringen, in Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Ausdauer, in der Ausdauer die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe zu allen Menschen. Denn wo solches reichlich bei euch vorhanden ist, wird es euch nicht müßig noch unfruchtbar machen,
für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt der Vers 9, weil das ist so ein Hammer, dass ich denke, aber das schaffen wir doch nie. Das tönt so fast wieder gesetzlich, was wir alles tun müssen. Aber wisst ihr, was er nachher sagt? Wer aber solches nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und jetzt, er hat die Reinigung seiner ehemaligen Sünden vergessen. Seht ihr? Wer das nicht hat, hat die Reinigung der ehemaligen Sünden vergessen. Es geht wieder ums Kreuz. Das Kreuz hat uns absolut verwandelt. Wenn wir glauben, dass er uns die Sünden weggenommen hat, wenn wir das ständig glauben, wenn wir wegkommen vom Schuldbewusstsein, Sündenbewusstsein, im Hebräer nennt Gott das, im Hebräerbrief, ein böses Gewissen, wenn wir Schuld bewusst sind, wo doch er unsere Schuld getragen hat. Wenn wir immer noch die Sündenbewusstsein haben, wo er jede Sünde getilgt hat. Gott will uns freie Menschen machen, okay? Wir sollen nicht die Reinigung der Sünden vergessen. Und dann kommt das automatisch, dass Jesus durch uns fließt. Dass diese Tugenden und all das Schöne, was da steht, wo wir uns doch so Mühe gegeben haben, aber es nie schaffen, nie schaffen. Es ist durch das, dass es geschieht. Amen. Diese Verwandlung, die Gott in uns vollzieht, weil wir einfach lernen, einfach zur Gnade, zum Kreuz, Buße zu tun im richtigen Sinn, durch das Kreuz zurückkehren zur Gnade. Steht. Ich habe es nicht erfunden. Es steht in der Bibel. Amen. Ja, Vater, wir danken dir so von ganzem Herzen für dein so kostbares Wort. So wie es du meinst, Jesus, so wie wir es jetzt hören, so wie es die Wahrheit ist, weil du sagst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Gnade und Wahrheit ist geworden in Jesus Christus. Herr, ich bitte dich einfach für uns, dass wir immer wie mehr das verstehen mit unserem Herzen und dass wir so angezogen werden von dir, dass wir gerne immer wieder zurückkehren, dass wir das auch nicht vergessen, dass du uns daran erinnerst, Heiliger Geist, an das, was Jesus getan hat, sein vollbrachtes Werk, das so vollkommen ist, dass du, Herr Jesus, wirklich gesagt hast, es ist vollbracht und es ist vollbracht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das Kreuz eine ewige Veränderung gebracht hat. Es hat diesen Big Exchange, also eine Umwandlung, eine totale Umwandlung gebracht für uns Menschen. Wir sind dir in alle Ewigkeit dankbar, Herr Jesus. Und ich möchte jetzt beten für diejenigen, die vielleicht diese Botschaft hören, aber Jesus noch nicht kennen. Wenn du Jesus annehmen möchtest, wenn du an ihn glauben möchtest und du glaubst jetzt, du hast es gehört und ihn einfach als Herr deines Lebens machen möchtest, möchte ich gerne für dich beten. Wenn du möchtest, ich bete dir vor, du betest nach. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Danke, Herr Jesus, dass du meine Sünden getragen hast, dass du meine Schuld getragen hast, dass du mich erlöst hast. Ich danke dir, Herr. Sei du Herr meines Lebens. Danke, dass ich von nun an unter deiner Gunst stehe und dass du mich führst und leitest alle Tage meines Lebens. Amen. Amen. Amen.